auch die Deutschen und die Slowenen wieder Blut lecken. Also das ist ja das Schöne, dass das sehr, sehr schnell geht. Und ja, das ist Pekka Niemelä eingeblendet. Vielleicht bekommt ja Matti Hautamäki jetzt seinen Abschiedsflug nochmal. Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Anlauf, um nochmal einen Flug zum Genießen quasi zu bekommen. Ja, das könnte der Hinweis sein. Ja, und da kommen auch die Honorationen. Ja, deine Vermutung wird stimmen. Es wird so sein. Ja, da sitzt du auch schon, Matti Hautamäki. Matti Hautamäki mit dem letzten Sprung seiner Karriere. Er ist gewürdigt worden. Das ist ganz einfach ein Hut ziehen vor dem großen Finnen. Und man hat ihm nochmal den Anlauf gegeben. Und das ist eine richtig schöne Geste. Das Dankeschön aller Offiziellen. Und da war man sich, glaube ich, schnell einig, dass man gesagt hat, den Mann können wir nichts einfach so abtreten lassen. Und ein großer Schauspieler gehört auf die Bühne, wenn der Vorhang fällt. Und für ihn fällt er jetzt. Und so ist das. Andererseits sind sie traurig, die Finnen, dass sie den zweiten Durchgang nicht erreicht haben. Aber jetzt sind sie da unten alle versammelt, die nicht gerade springen müssen im zweiten Durchgang. Tom Hilde habe ich gesehen, der sich ja gar nicht qualifiziert hat und auch nicht in der Mannschaft springt. Alles Weggefährten, die jetzt sagen, alles Gute und danke, Matti Hautamäki. Hat nochmal einen schönen Abschlussflug hier machen können, auch mit einer sauberen Landung. War ja auch nicht immer so, hat er auch nicht immer gesetzt. Hat da auch mal einen hingestellt, aber toll. Planitzer ist halt auch die Bühne für diejenigen, die dann ihre Karriere beenden. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist der Abschluss der Saison. So, und jetzt hat er sich nochmal bedankt, auch bei dem slowenischen Publikum. Und ich bin ganz sicher, so ganz nüchtern wird Matti Hautamäki nachher das Springerlager nicht mehr verlassen. Pekka Niemelä. Und so schnell geht das. Das war's. Und jetzt zur Tagesordnung.